So, nächste Runde hier bei Call of Duty WW2. Wir nutzen die AS-44, wir haben darauf auf jeden Fall ein Bajonett und die Magazinerweiterung. Ein sehr interessantes Sturmgewehr oder Gewehr, vollautomatisches Gewehr. Vielleicht eine der besseren Waffen in der Kategorie. Ich bin aber irgendwie nicht ganz begeistert von der Waffe an sich. Sie spielt sich gut, sie handelt sich gut. Sie hat einen moderaten, angenehmen Rückstoß. Aber irgendwas fehlt. Und ich kann nicht sagen, was. Die Iron Sights sind super für eine Waffe dieser Art. Aber irgendwie, irgendwas ist seltsam an der Waffe. Ich weiß nicht, wie ich seltsam beschreiben soll. Aber es fühlt sich oder es spielt sich nicht so gut, wie es sein sollte, gefühlt. Es gibt andere Waffen, die sich besser spielen. Ich weiß nicht, es fehlt einfach was an der Waffe. Wenn man sich die anguckt, wie sie sich und dann wie sie sich fühlt, anfühlt, das ist ein bisschen komisch. Schwer zu sagen, was ich meine. Wenn ihr wisst, was ich meine, vielleicht könnt ihr es ja in den Kommentaren vielleicht in besseren Worten fassen. Ich finde, der erste Kick der Waffe vielleicht, wenn ich das vielleicht so sagen könnte, oder die ersten paar Schüsse sind um einiges zu heftig vom Rückstoß her für den danach folgenden geringen Recoil. Das ist irgendwie so ein Gefühl komisch auch. Ich weiß nicht, irgendwie die Waffe an sich gefällt mir, aber die Waffe an, wie sie ist so im Spiel, damit bin ich ein bisschen, also sie gefällt mir optisch. Sie gefällt mir soundtechnisch, sie gefällt mir gameplay-technisch ganz gut. Aber irgendwie, irgendwas fehlt mir bei der Waffe. Irgendwas kommt mir so ein bisschen, naja, vor. Als ob man hätte was besser machen können. Ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll, wie ich das sagen soll. Es ist irgendwas ganz Kleines, was mich da stört. Aber so ist es immer halt schwer, denn zu sagen, wenn man selber nicht genau weiß, was es ist. Ich würde aber wirklich sagen, das liegt... Abschuss bestätigt. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Irgendwas stimmt mich einfach unzufrieden bei der Waffe. Als ob das man hätte wirklich besser handhaben können, regeln können. Abschuss bestätigt. Vielleicht ist auch irgendeine der Animationen oder so, oder vielleicht gefällt mir dieses runde Trommelmagazin nicht, dass mich das alleine stört. Ich weiß es aber nicht. An sich ist es sonst eine solide Waffe. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Gute Magazinkapazität, sonst alles gut. Rückstoß ist am Anfang etwas hart, danach aber, nach den ersten zwei Schüssen, finde ich, reguliert sich dieser besagte Rückstoß enorm gut. Und dann hat man keinerlei Probleme mit der Waffe mehr. Optisch, wie gesagt, ich finde die mega gut, ich finde die mega interessant. Ich finde auch, dass in diesem Spiel wirklich viele schöne und auch viele interessante Waffen aus der gesamten Zweiten Weltkriegsreihe vorhanden sind, im Sinne von Zweiter Weltkrieg von verschiedensten Ländern. Was mir halt natürlich so ein bisschen fehlt, ist das italienische Gewehr, was sie benutzt haben, das italienische Standard-Bolt-Action-Gewehr mit dem klappbaren Messer von dran. Das finde ich cool zu sehen im Spiel noch. Aber wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. 2020, keine neuen Updates mehr geplant, keine neuen Waffen, gar nichts mehr. Aufklärungsflug abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir ja mit der neuen COD-Engine, die sie jetzt haben, demnächst nochmal ein zweites Weltkriegsspiel. Was man natürlich auch als COD machen könnte, also man könnte auch mal ein Spiel im Ersten Weltkrieg machen, ein bisschen sowas wie Battlefield, nur denn auch historisch akkurat, also im Sinne von die Waffen. Weil ich habe so viele Leute gesehen, oh ja, es gab ja schon die Thompson-Maschinenpistole im Ersten Weltkrieg. Nein, die kam 1928 auf den Markt, oder 1920? Und der Weltkrieg endete 1918, der erste. Das ist einfach nur eine Waffe, die man ins Spiel eingefügt hat, damit es ein bisschen interessanter ist, das Spiel, damit es nicht ganz so eintönig ist. Obwohl es noch ordentlich viele Waffen gibt, die man hätte einbauen können, also... Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass sie alle hatten, alle interessanten. Ach, Ramse ist ein Cheater, ich weiß nicht, wer Ramse ist, aber auf jeden Fall müsste der, glaube ich, cheaten in dieser Runde. Ich finde es geil. Willst du mich als Cheater hier beleidigen, kannst du nicht mal meinen Namen schreiben. Aber okay. Das ist es halt. Es gibt noch viele ordentliche Waffen,
die man hätte hier in diesem Spiel einbauen können. Teil im Ersten Weltkrieg wäre auch geil. Also so meine Sachen. Also bis zum nächsten Mal. Remske, haut rein. Was? Ciao. Remske sagt, ciao. Haut rein.